Hallo, liebe Leute, ich wurde getaggt, ja, und von meiner lieben, süßen kleinen Jenny. Und deswegen mache ich da natürlich mit, mach dir da keinen Kopf drum. Also, wer mich so lieb fragt oder wer mich so lieb taggt, der kriegt natürlich auch ein Antwortvideo, ne? So soll es ja auch sein. Besser bekannt ist Jenny unter dem Namen Miss Glam92, wenn ich mich recht erinnere, bei YouTube zu finden. Ihren Kanal tue ich natürlich unten mit reinstellen und ja. Der Tag besteht aus 15 Fragen. Ich werde die so gut es geht beantworten, aber nicht allzu lang, wegen Videolänge und so, ne? Nummer 1. Ein Spitzname, den dir deine Familie gegeben hat. Also, ehrlich gesagt, ist mir da gar nicht viel eingefallen, aber ich weiß, dass meine Oma mich damals schon als Kind immer Niki genannt hat. Das klingt jetzt total unspektakulär, aber es ist wirklich so. Also, meine Oma war die erste Person, die mich Niki genannt hat. Und ansonsten, ja, meine Tante nennt mich ab und zu Schnecki und Sonne und ja, solche Sachen. Aber so richtig was Spektakuläres ist da eigentlich nicht dabei. Meine Mutter nennt mich manchmal Kind, Niki Kind. Ja, es sind jetzt keine so besonderen Spitznamen. Zweitens, eine seltsame Angewohnheit. Ja, ich weiß nicht so genau. Also du hast gesagt, dass du mit deinen Piercings rumspielst. Das war bei mir auch so. Ich habe das Piercing hier unten jetzt zwar nicht mehr, aber als ich es noch hatte, habe ich auch die ganze Zeit damit rumgespielt. Das hat sich irgendwie immer so ergeben. Man hatte dann immer was zu tun und ja, irgendwie so. Und eine ganz komische Angewohnheit ist, dass ich die Gardinen immer sortieren muss. Das ist vielleicht sowas, was du hören möchtest oder was ihr hören möchtet. Also wenn irgendeine Gardine durcheinander ist, dann muss ich die unbedingt richten, also wenn irgendeine Falte drin ist, so. Also nicht jetzt direkt nebeneinander, sondern wenn unten so eine Falte nach oben oder keine Ahnung, die Kassen bringen das immer durcheinander und dann muss ich das immer, das muss ich dann immer irgendwie richten. Ja, das ist so eine Angewohnheit. Ich denke mal, das ist ganz gut. Drittens, eine seltsame Phobie. Naja, seltsam. Also ich habe Höhenangst, das ist eigentlich nicht seltsam. Und ich habe Angst im Dunkeln, also ich schlafe immer bei Licht. Ich habe so eine kleine Lampe. Ja, aber das war früher schlimmer. Also als Kind hatte ich panische Angst vor der Dunkelheit. Heutzutage ist es aber eigentlich immer noch so. Also wenn ich alleine bin, dann muss immer das Licht an sein. Ja. Das ist vielleicht seltsam, ich weiß es nicht. Viertens, welches Lied drehst du ganz laut auf, wenn du allein bist? Da gibt es eigentlich kein direktes Lied, also. Jetzt kommen keine peinlichen Details, weil ich einfach die Musik, die ich unterwegs höre, die höre ich auch zu Hause. Von daher Linkin Park und ja, solche Sachen, eher Rock. Und ja, ich singe da natürlich auch mit, aber es gibt jetzt kein extra Lied, was ich ganz laut aufdrehe, wenn ich alleine bin. Nein, eigentlich nicht. Fünftens, was macht dich an anderen verrückt? Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht, wenn in Gesprächen so lange unangenehme Pausen entstehen. Sowas mag ich dann eigentlich nicht so sehr. Und was mag ich denn eigentlich noch nicht? Was macht dich an anderen verrückt? Macht mich verrückt, wenn jemand irgendwas sagt, wo ich merke, er erwartet von mir eine Frage, die ich unbedingt stellen soll. Also wenn es irgendwas total Offensichtliches ist, sowas wie, ich habe gestern was total Tolles erlebt und ich weiß, ich muss in dem Moment dann fragen, und was? Ja, und wenn die Frage nicht kommt, dann kommt so eine peinliche Pause. Sowas, das mag ich überhaupt nicht. Also, ja, deswegen, ich mache das ab und zu selbst, aber das ist dann eher so aus Spaß an der Freude, weil ich weiß, dass Leute das eigentlich nicht leiden können. Da sage ich dann, das ist der Moment, wo du mich das und das fragen musst. Ja. Aber ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel, was mich jetzt so an Leuten verrückt macht. Nein. Wenn ich Gedanken lesen soll bei Menschen, das mag ich nicht so. Ja, also wenn irgendjemand auf irgendwas zeigt und ich soll genau wissen, was derjenige mir jetzt damit sagen möchte, das macht mich vielleicht ein bisschen verrückt. Sechstens, eine Angewohnheit bei Nervosität. Da gibt es eigentlich drei Sachen. Erstens, ich tue ab und zu Fingernägel kauen. Deswegen habe ich auch keine Fingernägel. Das ist so eine Angewohnheit. Dann, dass ich mit meinen Haaren rumspiele oder die zur Seite werfe und wieder zurückwerfe und solche Sachen. Und irgendwas hatte ich noch, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Moment. Ach ja, ich kaue ab und zu auf meine Unterlippe rum. So. Ja, das ist noch so eine Angewohnheit. Siebtens. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Ich habe ein Einmannbett.
Das hat nicht so viele Seiten und ich nutze eigentlich die ganze Fläche von meinem Bett. Das ist nicht besonders breit, also ja. Ich denke mal, das beantwortet die Frage, weil es gibt bei mir keine Seiten weiter. Achtens, welches war dein erstes Stofftier und wie heißt es? Ja, das kann ich euch sogar zeigen. Das ist nämlich ein DDR-Fuchs gewissermaßen. Ich muss mal ganz kurz mich ausstrecken. Und zwar ist das nämlich dieser hier. Da. Den habe ich von meiner Mutter bekommen. Der ist älter als ich selbst. Also, ich weiß jetzt nicht wie alt. Ich denke mal 25 oder so ähnlich. Und ja, das ist mein ältestes Stofftier. Das ist auch immer noch bei mir. Und es wird bestimmt so lange wie möglich noch bei mir bleiben. Der hat aber keinen Namen. Der heißt einfach nur Fuchs. Ja, ich habe den, glaube ich, nie irgendwie einen richtigen Namen gegeben. Der hieß einfach Fuchs. Und dann, ja, der ist auch schon ziemlich kaputt. Also, ja, hier haben wir den irgendwie genäht. Aber hier am Bein, da hat er auf jeden Fall schon so, da habe ich ein bisschen mit einer Sicherheitsnadel versucht, das zusammenzuhalten, aber das Futter kommt langsam raus. Ja. Aber wir haben den auch schon öfters genäht und damit er einfach lange bei uns bleibt. Ja. Das war mein erstes Stofftier. Zumindest soweit ich mich erinnern kann. Wo sind wir denn jetzt? Genau. Neuntens. Welches Getränk bestellst du jedes Mal bei Starbucks? Ich bin nicht so oft bei Starbucks. Es gibt da eigentlich zwei Getränke, die ich bevorzuge. Latte Macchiato, aber den trinke ich eigentlich überall. Und ja, im Sommer war es der Frappuccino mit Karamell, glaube ich. Karamell, ja, mit Karamell war der. Genau, also im Sommer ist es der Frappuccino, aber der ist mir ziemlich, ist mir ein bisschen zu teuer und deswegen kaufe ich ihn noch nicht so oft. Zehntens, welche Beauty-Regel predigst du und hältst dich nicht daran? Also wenn das jetzt irgendwas mit Make-up zu tun hat, dann kann ich gleich sagen, da gibt es keine Beauty-Regel. Für mich persönlich, weil ich einfach nur Kajal drauf mache und das war's. Von daher glaube ich, dass ich die Frage nicht wirklich beantworten kann und setze aus. Einfach mal. Elftens, wo zeigt dein Gesicht hin, wenn du duschst? Da musste ich jetzt ein bisschen länger überlegen. Also eigentlich normalerweise in Richtung des Duschkopfs. Das ist eine sehr komische Frage, aber deswegen ist das ja auch so ein komische Fragen-Tag, glaube ich, heißt der. Oder merkwürdige Fragen-Tag. Also ja, der zeigt eigentlich immer, mein Kopf zeigt immer zum Duschkopf. Wenn der an der Wand hängt, dann, ja, ihr versteht schon. Zwölftens, kannst du irgendwelche seltsamen Dinge mit deinem Körper tun? Also eigentlich ist mir da nur eingefallen, dass meine Finger ziemlich biegsam sind. Also ja, ich kann halt mein Daumen hier bis nach unten knicken, bis zu meinem Handgelenk. Das ist vielleicht was Merkwürdiges und ich kann den auch hier hinten so einklemmen. Das habe ich als Kind auch öfters gemacht. So auf beiden Seiten kann ich das machen und dann habe ich als Kind versucht, mit vier Fingern zu leben. Also dann so eine Stunde lang oder so. Ja, es hat ganz gut geklappt. Das tut auch nicht weh, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich tue mir irgendwie weh oder so. Ja, meine Finger sind ziemlich biegsam, aber ansonsten ist mir da jetzt nicht weiter zu eingefallen, was ich noch mit meinem Körper anstellen kann. Also, tut mir leid. Ja. 13. Was isst du sehr gern, obwohl du weißt, dass es schlecht für dich ist? Ja, was ist denn schlecht für mich? Das ist da so meine Gegenfrage eigentlich. Was wäre denn schlecht? Also ich esse sehr gern Frühstücksbacon. Da ist jetzt ziemlich viel Fett dran, aber ich wüsste nicht, warum das schlecht für mich sein sollte, weil ich bin ziemlich schlank. Und ja, ich esse auch ganz gern mal Süßigkeiten. Ich mag die Colorado von Haribo. Die leckeren Lakritze. Also ich esse da eigentlich nur die Lakritz-Dinger raus und den Rest lasse ich übrig. Und ja, das ist aber jetzt auch nicht so schlecht für mich. Also meine Zähne sind nicht schlecht und Zucker kann ich auch vertragen, ne? Ist mir jetzt eigentlich nicht so viel zu eingefallen. Also ich wüsste jetzt nicht, was unbedingt schlecht für mich ist. Nö. Eigentlich weiß ich da nichts weiter. 14. Ein Satz, den du sehr oft sagst. Also ich weiß, dass ich auf Arbeit öfters einen Satz sage und zwar ich wusste, ich hab's dir doch gesagt oder ja, siehst du, ich hatte recht, sowas, weil mir irgendwie nie geglaubt wird und dann im Endeffekt stellt sich raus, dass ich recht hatte. Ja. Und ansonsten gibt's da eigentlich nicht viele Sätze zu. Nein. Doch, da gibt's noch einen Satz, den ich sehr oft sage. Wenn mich jemand fragt, was machst du am Wochenende, dann sage ich muss arbeiten. Ja. Das ist eigentlich so Standard. Aber ansonsten eigentlich nichts. Am 15. Was ziehst du zum Schlafen an? Das ist dann auch schon die letzte Frage.
Und ja, ganz einfach, ich trage ein T-Shirt, ein älteres T-Shirt von der Kindervereinigung, als ich früher im Ferienlager war. Also ich habe mehrere T-Shirts davon, glaube ich 4 oder 5, und die ziehe ich dann abends an. Und dazu noch eine Boxershorts. Ja, männliche Boxershorts meistens. Ich habe auch für Frauen welche, aber da habe ich nicht genug Freiheit drin, finde ich, und deswegen ziehe ich eigentlich eher die für Männer an. Ja, ich habe da so eine kleine Sammlung angelegt. Und ansonsten, ich habe dann noch einen Schlafanzug von Cheap World. Das ist ein langer, den ziehe ich meistens dann im Winter an, natürlich. Ja, mit diesem Schaf drauf und das lange Hose, langes Oberteil. Ja. Und dann habe ich noch ein Pullover gekriegt. Das ist schon ein bisschen länger her, von einem Bekannten, von meiner ehemaligen oder immer noch irgendwie Lieblingsband Asp. Ja, das ist auch so ein Schlaf-Shirt von mir, weil ich es draußen nicht tragen kann. Es ist für Männer, aber es ist für S, aber es ist trotzdem zu groß für mich. Und das ziehe ich dann auch öfters zum Schlafen an, ja. Und das steht vorwärts, abwärts, vorne drauf und hinten das Asp-Logo. Ja, das ziehe ich auch sehr gern an, eigentlich nachts. Also eher was Bequemes, jetzt nichts, weiß ich nicht, Nachthemden und so trage ich eigentlich gar nicht. Also meistens, wie gesagt, Boxershorts und ein T-Shirt. Ja, ich schlafe nicht nackt. Gut. Ich denke, ich hoffe, ich konnte die Fragen ganz gut beantworten. Es waren ein paar komische Sachen dabei, aber ich denke mal, ich habe das ganz gut gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich meine liebe Sarah taggen. Die ist die erste Person, die mir eingefallen ist und eigentlich auch die einzige, wo ich weiß, dass die da mitmachen würde. Deswegen tagge ich The Sarah Story. Wirst du eigentlich so ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht. Oder The Sarah Story? Ich weiß es nicht. Also, ja, meine liebe Sarah, du fühlst dich jetzt getaggt. Ich werde dir auch eine Nachricht hinterlassen und dann geht's los. Nee. Alles klar. Die Fragen setze ich auch unten mit rein. Ich kopiere die mir von Jenny von Miss Glam 92 und dann stehen die mit da unten. Alle anderen, die wollen, können natürlich auch mitmachen. Ich würde mich drüber freuen. Jenny würde sich drüber freuen. Und derjenige, der den Tag aufgestellt hat, würde sich bestimmt auch drüber freuen. Ich weiß gar nicht, wer ihn aufgestellt hat, aber ist egal. Ja. Somit verabschiede ich mich jetzt erstmal wieder und ja, weiter geht's dann natürlich mit Buchvorstellungen und Textproben. Also, ich wünsche euch noch was und bis dann.